Die Oberösterreichische Abschlussplanverordnung ist bereits seit 1994 immer wieder mit kleinen Änderungen und Anpassungen in Kraft. Heuer ist sie wieder angepasst worden. Wir begrüßen heute zu den Hohenbrunner Jagdgesprächen folgende Gäste. Die seit vorigem Jahr im Amt befindliche Landwirtschaftskammerpräsidentin, Landtagsabgeordnete Michaela Lange-Weninger. Grüß Gott. Den zuständigen Landesrat für Agrar und somit auch für Jagd, Max Hiddelsberger. Grüß Gott. Und unseren Landesjägermeister Herbert Siegersleitner. Grüß Gott und Weidmannsheil. Herzlich willkommen bei den Hohenbrunner Jagdgesprächen. Frau Präsidentin, welche Stärken und Schwächen der Abschlussplanverordnung sind dir bekannt? Wie seht ihr das auf der Landwirtschaftskammer? Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, dass die Landwirtschaft die Jagd natürlich braucht, um wirklich Landwirtschaft und Forstwirtschaft betreiben zu können. Wir brauchen eine gute Bejagung auf unseren Feldern, auf unseren Wiesen, aber genauso auch im Wald, damit landwirtschaftliche Bewirtschaftung überhaupt stattfinden kann. In der Abschlussplanverordnung haben wir den großen Vorteil, ich sage die große Stärke darinnen, dass sie wirklich revierbezogen ist, lokal verankert ist. Und so muss man wirklich die Jagd gemeinsam mit den Grundbesitzern hinausgehen in den Wald, schauen, wie sind die Einflüsse in diesem Lebensraum und wie legt man dann die Abschlusszahlen fest. Das ist eine große Stärke, weil es eine Verantwortung hat auf beiden Seiten. In der Schwäche, wenn man es so nennen will, und das ist ja ein bisschen auch ausgebessert worden jetzt in der neuen Abschlussplanverordnung, dass man dort, wo man vielleicht nicht genau hinschauen hat können, weil ein Revier groß war oder manche Flächen nicht abgedeckt worden sind, dort gibt es jetzt zusätzliche Flächen, die mit hineingerechnet werden können und somit stärkt sich dieses System, wird es objektiver und die Ehrlichkeit steht ja in Wahrheit dahinter und wenn die Ehrlichkeit dahinter steht, dann kann es auch gut getragen werden und darum sind wir sehr froh über diese Novellierung in der Abschlussplanverordnung. Wir glauben, es ist ein gutes System geworden. Herr Landesrat, wo siehst du die Stärken und wo die Schwächen in der Abschlussplanverordnung generell? Also die eindeutige Stärke ist, wir haben es seit 1994, da hat sich bereits die Stärke bewiesen. Das Zweite, es geht eindeutig um die Lebensraumbeurteilung, aber das von beiden Seiten und auch mit der Behörde. Das heißt, es geht darum, dass sowohl der Lebensraum für den Wald, vor allem für den Jungwald funktioniert, aber, und das ist, möchte ich betonen, auch für das Wild. Man braucht sich im Wald- und Wildbereich gegenseitig und daher zielt genau die Abschlussplanverordnung auf das Gespräch auf der Fläche ab. Wie sieht es seitens der Jagd aus, Herr Landesjägermeister? Ja, aus meiner Sicht ist die große Stärke der Abschlussplanverordnung die Objektivierung in einem gemeinsamen Themenbereich mit durchaus möglichen unterschiedlichen Interessenslagen. Und da war es halt oft so, dass immer der, der einen wortgewaltigeren Vertreter gehabt hat, sich dann oft durchgesetzt hat. Die Abschlussplanverordnung hat durch eine unumstrittene und außer Streit gestellte Lebensraumbeurteilung Klarheit geschaffen, Objektivierung geschaffen und das ist aus meiner Sicht die große Stärke. Die Schwächen sehe ich darin, dass wir bis heute nicht in der Lage sind, die Wildarten, die letztendlich diesen Wildeinfluss ausüben, da reden wir immer von Wildeinfluss, nicht von Schaden, durchaus nicht zuordnenbar ist, bis heute nicht zuordnenbar. Das ist eine Schwäche und das andere, aus meiner Sicht geht es auch immer darum, dass man bei der Abschlussplanverordnung immer nur den Einfluss des Wildes sieht, der relevant ist, der natürlich relevant ist, aber nicht der einzige Einfluss ist, sondern auch andere Faktoren durchaus sehr wesentliche Rolle spielen, wie Raumnutzer, andere Raumnutzer, wie die Wettersituation, also klimatische Veränderungen, die wir damit nicht erfassen können. Aber das ist so ähnlich wie bei der Demokratie und der Diktatur. Es ist die beste Staatsform, aber auch mit manchen Mängeln, wenn wir von der Demokratie reden, bei der Abschlussplanverordnung die beste Form, aber auch mit Mängeln. Vielleicht zur Erklärung, die verschiedenen Wildarten sind die Schalenwildarten gemeint, weil wir großteils in Oberösterreich ja Rehwild haben, aber in jenen Gebieten, wo das Rotwild und auch der Gams unterwegs sind, vielleicht sogar noch Muffelwild, da wird es extrem schwierig, den Wildarten zuzuordnen. Nun, wir haben jetzt gesprochen von den Feinheiten, von den Anpassungen. Heuer wurde die Abschlussplanverordnung wieder nach einigen Verhandlungsrunden, die sehr erfolgreich und sehr im Einklang eigentlich waren, zwischen den drei Proponenten evaluiert und danach geändert. Es hat ja auch ein Projekt gegeben seit 2012, ebenfalls mit diesen drei Spielern, wenn man so möchte, nämlich in waldarmen Gebieten die Abschlussplanverordnung mitunter zu evaluieren. Ist sie passend, ist sie tragend? Bis 2017 hat dieses Projekt letztlich gedauert und in einem Endbericht dann letztlich das Ergebnis dargestellt.
Das ist auch ein bisschen eingeflossen und was auch ein spannender Punkt war, waren, dass die Tannenverbissprozente ebenfalls in diesem Projekt behandelt wurden. Welche Zielsetzungen, und ich darf wieder bei dir weitermachen, Frau Präsidentin, welche Gründe generell in dieser Evaluierung oder in den ständigen Evaluierungen siehst und wie sind die Zielsetzungen seitens der Landwirtschaftskammer? Also als Zielsetzungen kann man natürlich vielleicht drei Schlagworte anführen. Eines ist schon genannt worden, die Objektivität, die dahinter steht. Eine andere Sache ist natürlich die Liberalisierung für die Jagd auch und natürlich auch die Verantwortung auf beiden Seiten. Was meine ich damit? Einerseits soll natürlich für den Grundbesitzer die Möglichkeit bestehen, dass Baumarten, Laubbaumarten, auch Tannen und so weiter aufkommen können, ohne dass man Flächenschutz braucht, ohne dass Schaden genommen wird. Da braucht es natürlich diese Objektivierung mit den Vergleichs- und Weiseflächen, ist ein wesentlicher Punkt für uns dahinter. Aber du hast es angesprochen, wir stehen natürlich auch in einer Situation, wo sich der Wald verändert, auch aufgrund der klimatischen Bedingungen verändert. Und da braucht man gerade in den Gebieten, wo wir viele Flächen verloren haben, auch aufgrund Borkenkäfer, aufgrund Schneedruck, was auch immer, müssen wir Bestandsverjüngungen schaffen. Und da braucht es dort und da einfach auch eine stärkere Bejagung, auch beim Rehwild. Darum waren uns die Liberalisierungen in diesem Bereich sehr wichtig, im Bereich der Kierungen, die ja auch in der Abschlussbahnverordnung jetzt ihren Niederschlag gefunden haben. Da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen darauf zu sprechen, wo wir vielleicht in die Details dann hineingehen. Aber insgesamt war das... Insgesamt für uns ein guter Punkt, denn gerade in den waldärmeren Gebieten, die du angesprochen hast, ist ja einfach die Verantwortung, und das ist der dritte Punkt, der wesentliche Sache für uns, wo es ja auch Projekte gibt gemeinsam, die wir aufgelegt haben mit Broschüren. Wie geht man damit um? Welche Möglichkeiten gibt es denn dort im Bereich Zwischenfrüchte anzulegen, heraus auf den Feldern, Fütterungen auf die Felder herauszulegen oder stärkere Bejagung im Wald drinnen? Und da braucht es einfach lokale Möglichkeiten, die kann man nicht in die Verordnungen hineingießen, wenn zwischen Böhmerwald und Dochstein sind die Regionen sehr unterschiedlich. Und da ist wichtig, dass man auf beiden Seiten diese Verantwortung auch lebt und dazu stehen wir auch. Mhm. Herr Landesjägermeister, was hat die Jagdvertretung für Gründe und für Zielsetzungen gehabt und wie ist man dann an die Politik herangetreten, die ja letztlich dann als Overhead und als Gesetzgeber hier tätig sein muss? Also zu meinen ist es einmal ein ständiger Bedarf, eine Verordnung immer wieder anzupassen, anzuschauen. Es ist zeitgemäß, wurde schon angesprochen, klimatische Veränderungen, Veränderungen der waldbaulichen Herausforderungen, dem gerecht zu werden. Für uns war es aber auch eine besondere Intention, die unterbewaldeten Gebiete zu betrachten. Wir wissen, dass es in unterbewaldeten Gebieten mit einem Waldanteil, ich spreche mal jetzt von 5-10%, durchaus fragwürdig ist, ob eine Abschussplanung nur auf Grundlage dieser kleinen Waldfläche erfolgen soll. Da wurde die Wissenschaft vom Landesrat beauftragt, gemeinsam mit uns, Landwirtschaftskammer und Landesjagdverband, das zu betrachten, zu beurteilen, und die Ergebnisse sind dann eben eingeflossen. Es hat aber auch einige andere Punkte gegeben, wie zum Beispiel die Aufrechenbarkeit der Mindererfüllung, die für uns sehr wichtig war, das abzuändern, weil wir eben in der Praxis manche Mängel gesehen haben. Also alles in allem, die Praxis hat viel Gutes gezeigt, manchen Veränderungsbedarf, und dem sollte man und wollte man in dieser Evaluierung nachkommen. Und ich denke, es ist auch gelungen. Herr Landesrat, du sitzt in der Mitte sozusagen, wenn auch nicht jetzt, aber zwischen den Stühlen dieser beiden Vertretungen, auf der einen Seite die Jäger, auf der anderen Seite die Grundbesitzer. Ihr oder du hast es wahrscheinlich dann besonders schwierig, sozusagen noch mehr auf die Objektivität herunterzubrechen. Wie geht man als Landesregierungsmitglied das an, diese Verordnung, wenn diese Bedürfnisse kommen von den Interessenvertretungen? Wie gehst du davor? Was sind deine Gründe, deine Zielsetzungen, gerade in diesem nicht leichten, sehr emotional behafteten Thema? Gerade wenn Emotionen natürlich im Spiel sein können, und das ist in vielen Bereichen, was die Agrar, die Forst, die Landwirtschaft und auch die Jagd betrifft, aber das würde ich einmal sagen, das liegt ja auch im Sinne des Gesamten, dass da Emotionen drinnen stecken und dass nicht jeder sagt, ich mache es, weil ich etwas erfüllen muss. Der zweite wichtige Punkt, es ist ja eine völlige Normalität im Unternehmensbereich, dass man eine neudeutsch sogenannte SWOT-Analyse machen lässt, immer wieder von außen. Das heißt, ein Stärken-Schwächen abwägen, was ist gut gelaufen, weniger, aber es müssen neutrale Personen von außen tun. Und genauso war mein Zugang auch hier. Wir sind jetzt seit 1994 in dieser Abschussplanverordnung, das heißt, hier ist es einfach notwendig, dass man das wieder mal ansieht. Es gibt Veränderungen, die wurden schon erwähnt heute von meinen Gesprächspartnern, und dies ist die Notwendigkeit. Und dann braucht es auch hier wiederum das offene Aufeinanderzugehen. Und das hat auch zwischen Jagdverband und Kammer genauso funktioniert wie in der Vergangenheit.
Wir haben es von der Frau Präsidentin schon gehört, der Wald, aber generell die Land- und Forstwirtschaft haben mit den Klimaveränderungen sehr zu kämpfen. Wir haben Borkenkäferjahre, eins nach dem anderen, jedes Jahr wird schlimmer, dazu kommt vielleicht Sturm, Schneedruck hat sich ein bisschen erübrigt, aber auch der wird wieder kommen. Das sind Herausforderungen für die Wirtschaftswälder. Kann da die Abschussplanverordnung alleine sozusagen wirken? Gibt es andere Möglichkeiten? Der Forst- und Jagddialog, der ja auch Thema ist, ist angesprochen. Was sind deine Erfahrungen bis jetzt? Wie kann man das sozusagen umsetzen in der Praxis und für die Praxis? Das Erste, glaube ich, Wichtige ist, dass es ein gemeinsamer Lernprozess ist. In dieser Dimension haben wir noch keine Veränderung in den Wäldern in Oberösterreich gehabt und der wird sich fortsetzen. Das heißt, der Wald in Oberösterreich wird in den kommenden Generationen völlig anders aussehen. Zweiter wichtiger Punkt, und das hat ja alles Geschichte und Historie. Wenn wir unsere Wälder betrachten, dann sind wir fast in Fichtenreihenkulturen. Eine Fichtenreihenkultur ist per se kein Wald. Das heißt, wenn kein Grasaufwuchs da ist, wenn keine Stauden vorhanden sind und es braucht dann plötzlich Jungwald, was soll dann das Reh, was sollen andere Wildtiere letztendlich nutzen als die Kulturpflanzen? Das heißt, es braucht auch das Umdenken im Grundbesitz, dass Wald viel mehr ist als eine Reihenkultur von Bäumen. Und dann braucht es immer das zeitliche Auseinanderschieben. Jetzt ist es wichtig, dass intensiv in die Bestände eingegriffen wird. Das gibt es sehr gute Beispiele in Österreich in den Jagden, wo die Abschüsse deutlich erhöht werden, bis zum Doppelten über mehrere Jahre, damit genau in dieser Phase der Wald funktioniert. Und dann hat das Wild wieder jede Möglichkeit. Ich denke, das ist ganz wichtig. Aber meine Meinung ist, das braucht man nicht in eine Verordnung geben. Da ist, glaube ich, das Aufeinanderzugehen genau dort, wo es notwendig ist, richtig und nicht in der allgemeinen Betrachtung. Nun gibt es ja das schon länger. Das ist in den 90er Jahren hat man eigentlich schon wieder zurückgerudert. Damals, und man sollte hier den Grundbesitzern sicher nicht die Schuld geben, wurden Beratungen dahin gegeben, Fichten anzusetzen, damit das wirtschaftlich einfach erfolgreich ist. Jetzt haben wir aber die Situation, Herr Landesjägermeister, die Abschussplanverordnung ist nicht tauglich, du hast das gesagt, um Wildschäden festzustellen, das ist das falsche Instrument. Wie kann man seitens der Jagd im Forst- und Jagddialog, welche Maßnahmen kann man noch setzen, abseits vielleicht der Abschussplanverordnung, die natürlich wichtig ist, aber wie du sagtest, in diesen Extremsituationen unpassend, welche Maßnahmen kann man seitens der Jagd setzen? Wie kannst du die Jäger draußen anrüden, um jagdlich zu reden, mit den Grundbesitzern genau diese Themen abzuarbeiten? Also vorweg einmal, es ist für uns enorm wichtig, dass die Wiederbewaldung in Oberösterreich gelingt. Der Landesrat hat gesagt, die Wälder werden anders aussehen. Ja, das werden sie, definitiv. Wie sie genau aussehen, welche Baumarten, die wir heute begründen, die wir, mit denen es wir gut meinen, tatsächlich Zukunft haben, wissen wir nicht. Fakt ist, wir werden andere Waldbilder bekommen und diese Waldbilder werden aber auch wieder, und diese Wälder, der Lebensraum für die Wildtiere. Und daher ist es auch unser vorrangiges Interesse als Jäger, möglichst rasch für diese Wiederbewaldung zu sorgen. Da wird es eine Reihe von Maßnahmen geben. Mir ist immer sehr wichtig, dabei auch darauf hinzuweisen, dass wir nicht die einzigen Player sind, die etwas zu tun haben. Die Grundeigentümer sowieso, aber auch viele andere haben ihre Beiträge zu leisten. Aber auch ein großer Beitrag der Jagd ist gefordert. Dazu sind wir bereit. Da geht es nicht nur um die Absenkung der Wildbestände. Das kann temporär, da bin ich bei dir, Herr Landesrat, durchaus notwendig sein. Aber nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt auch die Möglichkeit der Wildlenkung. Daher ist es für uns auch so wichtig, dass wir mit Fütterung Wildtiere dort weglenken können in dieser kritischen Phase. Da geht es nicht darum, um irgendwelche Trophäen zu erwirtschaften, das ist völlig, völlig unbedeutend in diesem Fall. Es geht darum, diese Lebensräume zu entlasten. Also das eine ist die Lenkung, das andere ist natürlich der Abschuss, das ist klar, das ist vielleicht die wichtigste Maßnahme, dass der funktioniert. Und das dritte wurde vorher von der Präsidentin schon angesprochen. Es gibt sehr viele Bemühungen von der Jägerschaft, gemeinsam mit den Grundeigentümern Lebensraumverbesserungsmaßnahmen zu unterstützen. Das machen wir in Oberösterreich auch in einer übermäßigen Form momentan. Wir haben einen eigenen Unterausschuss dazu eingesetzt. All das zusammen soll diese Zielsetzung forcieren und rasch erreichen lassen. Was kann der Grundbesitzer tun? Wie kann er die Jäger unterstützen? Im Forst- und Jagddialog, auch mit der Kammer, wurde vom Landesjagdverband gemeinsam schon eine Broschüre ausgegeben. Land Oberösterreich war auch dabei. Ganz wesentlich, glaube ich, wie siehst du das? Wie könnt ihr eure Mitglieder noch mehr bemühen, gemeinsam draußen, wie du auch vorher gesagt hast, da wirklich Punkte zu setzen? Also ich glaube,
Bewusstseinsbildung ist das Um und Auf in diesem Bereich und das muss so bald wie möglich beginnen. Und da sind wir sehr froh, dass auch in den landwirtschaftlichen Schulen dank Landesrat Hiddelsberger die Möglichkeit auch dort besteht, zum Beispiel Jagdprüfung zu machen. Wir sind auch jetzt in Gesprächen, die Möglichkeit zu evaluieren, ob das in den Forstwirtschaftsmeisterausbildungen möglich ist. Es ist wichtig, dass wir auch beim Grundbesitzer das Bewusstsein auch für die Jagd implizieren können, damit man auch beide Seiten versteht. Denn nur wenn man beide Blickwinkel hat, kann man gemeinsam ein großes Blickfeld erlangen und dann kann man frühzeitig schon auf Probleme Rücksicht nehmen, noch bevor sie überhaupt zu Problemen werden, schon Lösungen anbieten. Und das ist unser Ansatz, wirklich hinauszugehen und zu schauen, wie können wir Lebensräume schaffen, wie können wir den Wald trotzdem schützen, wie können wir unter anderem auch dort und da, wo es notwendig ist, die Abschusszahlen erhöhen, damit der Wald einfach aufkommen kann. Denn es ist derzeit wirklich ein großes Problem bei uns forstwirtschaftlich aufgrund der Situation, die wir haben. Nur eine Zahl, im Jahr 2019 hatten wir von der gesamten Holzernte 62%, die Schadholz waren. Das heißt, es ist für den Grundbesitzer, es ist für den Waldbesitzer eine dramatische Situation. Wir müssen schauen, dass der Wald wieder in die Höhe kommt, wieder aufgeforstet werden kann. Denn da steht natürlich auch viel Investition dahinter für den Grundbesitzer. Aber gemeinsam, bin ich überzeugt, können wir das gut lösen. Ist der Forst- und Jagddialog bei jedem Waldbauern schon angekommen? Es gibt immer Luft nach oben und auch in diesem Bereich gibt es Luft nach oben, selbstverständlich, weil es immer ein laufender Prozess ist. Ich bin aber sehr froh, auch in der Landwirtschaftskammer die Wildschadensberatung zu haben seit 2 Jahren. Das ist ein guter Punkt, wo wir einerseits die Grundbesitzer, die Bauern, aber natürlich auch die Jagd und auch indirekt natürlich auch die gesamte Gesellschaft dazu bewegen können, mehr nachzudenken, wie benimm ich mich denn eigentlich im Wald und was mache ich denn im Wald und welche Auswirkungen hat das, was wir im Wald machen. Und gerade die Bewusstseinsbildung auch in der Gesellschaft ist ein notwendiger Schritt, hier Spielregeln festzulegen. Wir haben ja auch als Landwirtschaftskammer jetzt diese Tafeln gemacht, die man im Wald aufhängen kann, wie benimmt man sich im Wald, was darf man machen und was nicht. Diese Spielregeln sind in Wahrheit, wenn man es gut drüber bringt und wenn wir das sehr stark verankern können, auch in der Gesellschaft, ein Schutz für die Jagd und letztendlich auch ein Schutz für das Grundeigentum. Herr Landesjägermeister, schon bei jedem Hochstand angekommen, der Forst- und Jagddialog? Also ich glaube, der Forst- und Jagddialog ist gut unterwegs. Die Jäger von der anderen Seite sind vielleicht etwas langsamer unterwegs, manche. Ich hoffe, sie werden sich bald treffen. Unsere Aufgabe ist es, dieses sehr logische und schlüssige und gute Gedankengut und diese Zielsetzungen wirklich zu allen Jägern zu bringen. Alle Jagdleiter in Oberösterreich werden in einer neuen Ausbildungsoffensive geschult. Da geht es auch darum, dass die Kommunikation zu jedem Jäger gesucht wird und auch das Problembewusstsein, wenn wir von einem Problem reden, oder generell das Themenbewusstsein, der Themenschwerpunkt auf die Lebensräume gelegt wird. Also ich denke, wir sind noch nicht überall angekommen, aber wir sind gut am Weg und ja, ich bin guter Dinge, dass da die Erfolge sich bald einstellen werden. Herr Landesrat, du bist heuer Vorsitzender der Agrarreferenten. Wolltest auch heuer die österreichweite Zusammenkunft im Forst- und Jagddialog veranstalten. Corona ist uns leider dazwischen gekommen. Wie kannst du deine Leute, und damit meine ich auch deine Beamten, den Landesforstdienst, die Förster draußen in den Bezirken, in den Revieren, die ja auch im Dreieck unterwegs sind, wie kannst du die animieren, den Forst- und Jagddialog umzusetzen? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Er wird im nächsten Jahr in Oberösterreich stattfinden. Diese Einladung ist natürlich aufrecht. Mir ist es wichtig, dass es Gesprächsmöglichkeiten gibt und die möchte ich auch schaffen. Und wenn es so ein Gespräch gibt, dann ist die Behörde kein anderer Partner und kein anderer Spieler wie der Grundbesitzer und die Jagd. Und es ist in Oberösterreich gelebte Praxis und das unterscheidet uns tatsächlich. Und genau dorthin gehen auch die Schulungen. Wenn wir Schulungen machen, dann sind alle an Bord, dann muss auch die Behörde dabei sein. Und wesentlich ist immer, wenn ich von etwas reden kann und dann auch überzeugen möchte, dann muss ich viel wissen. Und ich habe Gott sei Dank auch in der Abteilung, auch im Forstrecht, Jäger. Das heißt, es ist wichtig, dass auch dort das Grundverständnis verankert ist, damit man zu Betrachtungsweisen kommt, die in der Gesamtheit eigentlich dem Land, dem Wald und der Jagd dienen. Zum Schluss möchte ich noch ein bisschen die Zukunftsvisionen abfragen. Es hat eigentlich jeder gesagt, es ist ein laufender, es ist ein dynamischer Prozess. Es ist wichtig, mit den Personen draußen, mit der Gesetzgebung untereinander, logischerweise. Wie siehst du, Frau Präsidentin, die weitere Zusammenarbeit im Wald mit dem Wild, mit der Jagd vor allem? Es ist ja kein Wald-Wild-Problem, es ist ein Mensch-Mensch-Problem, ein Forst- und Jagdproblem. Vom Problem möchte ich vielleicht gar nicht reden, eine Meinungsverschiedenheit da oder dort. Aber wie kann man, wenn man in 5 bis 10 Jahre vorausschaut, was siehst du da?
Also grundsätzlich wünsche ich mir, dass diese starke Allianz zwischen Grundbesitz und Jagd auch in Zukunft besteht. Das ist das Grundprinzip, das wir auf beiden Seiten brauchen, denn ich würde es gar nicht als Problem oder sonst was sehen, sondern eigentlich müssen wir beide versuchen, den Wildbestand so zu erhalten, was euer Ziel ist, dass es gut funktionieren kann, aber parallel dazu muss auch die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft gut funktionieren können. Das ist kein Widerspruch per se, wir müssen nur einen guten gemeinsamen Weg dafür finden und ich bin überzeugt, dass es diesen Weg auch gibt. Natürlich mit den großen Herausforderungen, die wir vor uns haben. Das Ökosystem Wald ist wirklich in einem großen Umbruch, auch aufgrund der Klimasituation, der Erderwärmung, die wir vor uns haben. Und der Wald ist ja kein System, wo ich wie auf einem Acker sage, heuer baue ich das, und was nicht funktioniert, mache ich nächstes Jahr was anderes. Sondern wir müssen schon weit nach vorne denken, welche Baumarten in Zukunft noch einen zukunftsfitten und klimafitten Wald für uns geben. Und in diesem Prozess gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam hinzuschauen, wie können wir unsere Wälder zukunftsfit machen, damit auch die nächste und übernächste Generation noch ein Ökosystem Wald hat, das wird unsere Aufgabe sein und ich bin überzeugt, wir können sie auch gemeinsam gut leben. Stichwort klimafitte Wälder, Herr Landesjägermeister, das starten ja jetzt auch verspätet, Corona-bedingt, mit der Landwirtschaftskammer gemeinsam Projekte dahingehend. Wie siehst du die Zukunft in dieser Richtung? Nur Projekte zu machen ist gut und sollen Vorbilder sein, aber wie kann man greifbar die Jäger, wo sieht man die Jagd in 5 bis 10 Jahren in diesem Hinblick? Also ich träume davon, dass die Allianz der primären Landnutzer nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass das tatsächlich gelebt wird. Dass tatsächlich das Verständnis durchschlägt, wir sitzen in einem Boot, wir haben durchaus unterschiedliche Interessen, das darf sein, das ist okay, aber die Zielsetzung muss dieselbe sein. Von uns primären Landnutzern, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd, nehmen wir noch die Fischerei dazu und noch ein paar andere auch. Und es wird uns die Zukunft zu dieser Allianz auch noch vermehrt zwingen. Wir werden mit Herausforderungen konfrontiert sein, die wir heute noch nicht abschätzen können, die wir vielleicht in dieser gesamten Dimension noch nicht kennen. Da geht es aber nicht um Feindbilder, sondern da geht es um ein ganz klares Benennen unserer Aufgaben, unserer Zielsetzungen. Und natürlich mir als Jagdvertreter ist es besonders wichtig, dass ein achtsamer Umgang mit den Wildtieren, die haben sich das verdient, die waren vor uns Menschen da. Sie sind auch mit unseren Lebensweisen vereinbar und integrierbar, dass das außer Streit gestellt bleibt und wird und dass es auch in einer modernen Gesellschaft, in einer sich immer mehr verurbanisierenden Gesellschaft, eine Beachtung und einen respektvollen Umgang mit Wildtieren gibt. Genau das ist auch unser Auftrag als Jäger, die Stimme für das Wild zu erheben und in gleicher Weise natürlich unsere engsten Partner, die für die Lebensräume verantwortlich sind, und letztendlich die Lebensgrundlage unserer Wildtiere schaffen, auch im besten Einvernehmen zu sein. Es ist ein Traum, der keine Illusion, sondern eine machbare Vision ist und wir werden alles dazu beitragen, um diesen Weg gemeinsam zu finden. Zukunftsvision, Herr Landesrat, Stichwort Gesellschaft. Es wird, glaube ich, nicht leichter, wenn man in die Gesellschaft schaut. Vielleicht hat uns Corona ein bisschen geholfen, dass die Leute wieder mehr zur Regionalität, mehr in die eigenen Bereiche schauen. Wie siehst du als zuständiger Politiker in diesem Sinne die nächsten 5, 10 Jahre? Was habt ihr noch vor, in dieser Richtung zu tun? Also ich sehe eindeutig eine Riesenchance und das wurde von der Präsidentin auch vom Landesjägermeister angesprochen. Wir werden deswegen gemeinsam so gefordert sein, weil uns der Klimawandel so fordern wird. Das heißt, hier geht es nur im engen Zusammenrücken und hier müssen wir gemeinsam auch schauen, dass uns nicht andere Freizeitnutzer hier wirklich nicht streitig machen, sondern eine Nutzung vorgeben, die in der Vergangenheit nicht funktioniert und auch in Zukunft nicht funktionieren wird. Was meine ich damit? Es muss in allen Ebenen die Leidenschaft Platz finden, aber in einer Funktionalität, dass ich dem anderen nicht schade. Und das ist die Zielsetzung auch in Oberösterreich. Das haben wir in der Vergangenheit gelebt, das werden wir auch in Zukunft leben, für eine erfolgreiche Jagd und für einen erfolgreichen Wald. Herzlichen Dank, die Runde, für die interessante Diskussion. Liebe Zuseherinnen, geschätzter Zuseher, vielen Dank für das Interesse. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, Werbmannsheil.